Lemongrassöl oder Zitronengrasöl in der Küche. Was gibt es da Leckeres zu entdecken? Gleich mehr dazu. Wir haben hier zwei Varianten eines Rezeptes einer Thai-Suppe. Für eine Person erstmal konventionell. Das ist mit, ja, ich habe hier 220 Milliliter Kokosnussmilch. Das Rezept stammt aus Kanada und die hatten One Can und das sind etwa 220 Milliliter. Also jeweils 220 Milliliter Kokosnussmilch und 220 Milliliter Hühnerbrühe. Beides in einem Topf zum Kochen bringen und erstmal köcheln lassen. Dann folgende Zutaten hinzufügen. Einmal Zitronengras, geschnitten in etwa 2,5 cm lange Abschnitte. Dann auch so 6 bis 8 Stücke Ingwer, also auch geschnitten. 4 Teelöffel Thai-Chili-Paste, 1 Teelöffel Zucker, 1 Esslöffel Fischsoße, 1 Esslöffel Limettensaft, eine Hühnerbrust und 2 bis 5 Champignons, ebenfalls geschnitten, und noch etwas Basilikum als Deko. Jetzt kommen wir zu der unkonventionellen Version der Thai-Suppe. Wir haben hier wieder die Kokosnussmilch, die Hühnerbrühe, beides wieder in einem Topf zum Kochen bringen und dann ein bisschen runterregulieren, köcheln lassen und folgende Zutaten hinzufügen. Die Hühnerbrust, die Chilipaste, den Zucker, die Fleischsoße und die Champignons. Und dann noch ein bisschen köcheln lassen. Natürlich muss die Hühnerbrust ja auch gut durch sein. Ganz zum Schluss, also unmittelbar bevor Sie den Topf vom Herd nehmen, denn die ätherischen Öle sind ja auch hitzeempfindlich, bitte folgende Öle hinzugeben. Ein Tropfen Zitronengrasöl, ein Tropfen Ingweröl, 5 Tropfen Limettenöl und auch noch wieder eins oder auch mehrere Blätter Basilikum. Es geht hier selbstverständlich um ganz besondere ätherische Öle. Das sind Öle, die als Nahrungsergänzung gelten und entsprechend zugelassen sind. Das sind die ätherischen Öle der Pluslinie von Young Living. Und dieses Rezept stammt aus der Podcast-Folge Nummer 262, Vitality, Quality and Thai Soup, aus dem Podcast The Oily Empire. Und jetzt wünsche ich guten Appetit!